Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Benny von seinem 20.000 Liter Teich. Hallo Benny. Hi. Und schön, dass wir hier mitten im bayerischen Winter bei euch sind. Wir sind in Bayern, gell? Wir sind in Bayern, ja. Mittendrin. Genau. Jetzt höre ich es auch im Dialekt nochmal. Schön frisch habt ihr es hier. Dein Teich ist immer noch unabgedeckt. Wirst du unabgedeckt über den Winter gehen, oder? Das ist jetzt vielleicht ein Versuch mit meinem Bekannten, mit Mario. Wäre das mal ein Versuch, ob wir es mal offen lassen, weil ich habe jetzt eigentlich permanent meinen Bachlauf laufen und der läuft Tag und Nacht. Also auch, wir hatten hier 0 Grad auch schon in der Nacht. Und der Mario, mein Bekannter, der hat keinen Bachlauf gehabt, hat ungefähr die gleiche Literzahl, auch von der Fläche her und von den Kubikmeter. Und wir sind genau gleich von den Gradzahlen. Also ich kühle absolut nicht weniger oder mehr aus wie jemand, der wo keinen Bahnhof hat. So, dann gucken wir uns nachher Marios Teich an, da werden wir nachher hingehen. Mhm. Da wird es dann irgendwas geben. Ich sehe nämlich zum Beispiel, du hast eine relativ schwache Belüftung, mhm, ja, und hast Bachlauf, und vielleicht hat Mario eine starke Belüftung, wo er einfach mehr, mhm, dafür sorgt, dass es auskühlt. Aber ich glaube auf jeden Fall, über den Bachlauf laufen so 2000 Liter vielleicht in der Stunde, oder? Um den Dreh, ja. So, und ja, das ist so richtig schön, ich zeige es nachher im Video, so richtig schön über mehrere Kaskaden, ganz flach. Das ist eigentlich die Gebrauchsanweisung, um Teiche schnell auskühlen zu lassen. Im Sommer kann man damit auch ein bisschen heizen, ja, aber ja, im Winter wird es schnell auskühlen. Aber das zeigt auf jeden Fall mal, dass ihr eine gewisse Affinität zu dem habt, was da physikalisch, chemisch so in so einem Teich abläuft, wie das alles ist. Du bist noch gar nicht so lang Koi-Liebhaber, habe ich so rausgehört. Ja, also Koi-Liebhaber schon ein bisschen länger, aber halt noch nicht so aktiv in der Größe, sage ich jetzt mal immer. Mhm. Und aktiv erst seit 2018. Seit 2018, genau, also ein Vor-Corona-Kind noch. Genau. Wie bist du drauf gekommen, dir einen Teich zu bauen? Weil du bist ja, wie alt bist du, 30? Ich bin 30, ja. Blutjung? Ja, ja. Ja, die grauen, ja, Haare werden, ja, schon ein bisschen mehr langsam. Ja, also hauptsächlich durch eure Blogs. Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, so wollen wir es bauen, auch mit Bürstenfilter und Helixkammer und ja. Genau, die richtige Hydraulik. Genau. Weil das ist mir als erstes aufgefallen, was schaue ich an, wenn ich komme. Gut, jetzt im Winter, wenn das Wasser kalt ist, sieht das Wasser eigentlich fast überall gut aus, weil man füttert natürlich entsprechend wenig. Aber ich laufe immer kurz durch, schaue Anzahl Bodenabläufe, Skimmer. Wie viel hast du? 2 Bodenabläufe, 1 Skimmer? Genau, ja. So, und dann ist die Hydraulik schon mal gerettet. Dann gucke ich mir an, wie groß ist das Filterdeck ungefähr. Und dann kann ich auch abschätzen, wie groß ist dann die Filtergröße, das Filtervolumen in Relation zum Teichvolumen. Und dann passt das eigentlich schon, genau, ja, ganz gut. Und das ist vielleicht der Vorteil derer, die erst dann mit dem Koi-Teich angefangen haben zu bauen, nachdem wir mal viele, wir haben ja den Koi-Teich nicht erfunden, wir haben nur unglaublich viele Anlagen gezeigt und gesagt, wie gut funktioniert es. Und ihr holt euch ja am Ende auch die Schnittmenge raus. Wie viele Blocks hast du angeschaut, bis du dann schlussendlich gesagt hast, jetzt traue ich mich mit dem Spaten in meinen Garten? Ja, es waren schon einige. Also es sind schon sehr viele Abende dafür draufgegangen. Die Frau hat schon ab und zu mal geschimpft, dass ich ja permanent am Handy oder am Laptop oder am Fernseher dran bin und die Blogs. Die ist, glaube ich, auch gar nicht im Haus, gell? Die ist einkaufen gegangen. Ruf mich an, wenn der wieder weg ist. Ja, genau, ja. Der Klassiker. Okay, also du hast dann die Blogs angeschaut, weil eigentlich sind wir ja keine Gebrauchsanweisung, sondern wir zeigen ja einfach immer nur, ich glaube, noch relativ mühsam, sich dann so alles zusammen. Ja, aber wenn man ein bisschen technisch affin ist und vielleicht ein bisschen sich das vorstellen kann, was da genau abgefragt werden soll, dann funktioniert das. Also, dann passt das schon. Wenn man das sieht, wie man es bauen kann, dann kann man das auch bauen. Tim nimmt jetzt mal die Kamera auf die Hand. Also so muss ich sagen, die Form wäre jetzt vielleicht, wenn ich jetzt den Garten sehen würde, hätte ich vielleicht eine etwas rundere Form gemacht wegen der Strömung. Sieht hübsch aus, aber man sieht, es ist einfach relativ schwierig zu durchströmen. Man sieht auch hier unten, dass du so eine leichte Schmutzkante, mhm, hast. Wobei, ja, ganz ehrlich, Tim, zeigst du das mal? Mhm. Hier unten der Kot auf dem Boden. Das ist jetzt nicht schlimm, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber das sind halt die Nachteile an Formen, die relativ langgezogen sind, dass man das nicht ganz so hinbekommt. Du hast 2x Fische besetzt, einmal 2019, einmal 2020. Genau, ja. Und jetzt haben wir 2021. Ja. Dieses Jahr keine Fische zu besetzt? Also dieses Jahr doch, 2019 haben wir das erste Mal Fische gesetzt. Mhm. Und dieses Jahr 2021. Also die waren letztes jetzt, Jahr nicht. Genau, letztes Jahr haben wir Pause gemacht. Warum hat es Probleme gegeben? Nee, wir haben eigentlich die größeren, was man hier so sieht, das waren unsere, die sind auf einmal reinkommen und dann war das für mich schon
das erste Wow, super geil, ich brauche jetzt erstmal gar nicht mehr. Und war da echt voll zufrieden. Und die anderen sind dann eben erst dieses Jahr dazugekommen. Die sind, kann man sagen, 2020 im Winter in die Innenhälterung kommen. Die habe ich dann im Winter aufgezogen und 2021 sind sie dann eben im Sommer reinkommen. Okay. Und du hast hübsche Fische, gefallen mir. Viele Orenchi-Karaschi, Ginrin-Karaschi, Deutz-Ginrin-Karaschi. Ist noch kein einziger Konishi dabei, gell? Nee, ist noch kein Konishi. Und warum? Das war jetzt eine blöde Frage. Wir haben schon lange mal gesagt, wir wollen euch mal besuchen kommen und natürlich mal gucken, aber das hat sich halt jetzt noch nicht ergeben. Also wir sind nur 2 Stunden gefahren. Ja, ich weiß, ja. Aber wir haben es ja schon mal gesagt. Das könnte man kurzfristig realisieren, Spaß, nein. Nee. Aber du hast noch keine Probleme mit Vergesellschaften, mit allem gehabt? Nein. Als du den Teich eingefahren hast, hast du Wasserwerte kontrolliert? Weil als Nicht-Koi-Liebhaber hast du ja kein eingefahrenes Filtermaterial gehabt, nehme ich mal an. Nee, habe ich alles von am Anfang, wo die reinkommen sind, hatten wir Nitritprobleme. Also Salmonium, Nitritprobleme. Und ist dann aber relativ schnell runtergegangen. Und seitdem läuft es. Also seitdem haben wir wirklich keine Nitritprobleme. Es läuft wirklich super. Und was auch einer der Gründe ist, warum es hier relativ schnell runtergeht, das zeigen wir im nächsten Blog, wenn es um die Filtertechnik geht. Wenn du sagst, wir hatten Nitritprobleme, du meinst, die Koi hatten, oder die hattest Koi. Du auch ein Problem? Auch, ja. Wobei die Menschen haben dann Stress. Ich fühle dann mit, ja. Wir haben Nitritprobleme. Welches ist dein Lieblingskoi? Mein Lieblingskoi ist eigentlich der Showa. Der Ginrin Showa? Ginrin Showa, genau. Das ist auch qualitativ der Beste und die Karashi sind auch gut. Ja, Karashi. Der Chagoi gefällt mir gut. Leider ist mein Hiyotsuri dieses Jahr verstorben. Oh, der war eigentlich mein Liebling, weil er absolut zutraulich war. Und der hat leider permanent einen dicken Bauch bekommen. Ja, ich hatte einen Dockout da gehabt, der hat die Flüssigkeit raus. Aber Flüssigkeit drin, ja. Kein Tumor. Wahrscheinlich, ich vermute, dass es Tumor war, wo eben irgendwer Flüssigkeit sich dann angesammelt hat. Guckt deine Frau die Modern Koi Blogs auch an? Sie guckt so ein bisschen immer mit, ja. Ah, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, was dein teuerster Fisch war. Wobei, den Blog, wo du drin bist, den guckt sie sich garantiert an, da dürfen wir sicher sein. Das stimmt, ja. Also dann frage ich das nicht. Wie hast du den Teich im ersten Winter überwindet? Im ersten Winter haben wir abdeckt mit Platten, mit Styrodurplatten und mit Bällen. Also seitlich Bälle und in der Mitte sind dann die Styrodurplatten. Und ja, Filter genauso abgedeckt mit Styrodurplatten innen drin. Und dieses Jahr wissen wir es eben nicht, ob wir es mal wagen sollen, mal nicht ab. Also ich beheizen auch nicht. Er bleibt genauso, wie er ist von der Temperatur. Also wenn ihr das macht, dann kann ich dir nur empfehlen, dann mach's so, wie ich das seit vielen Jahren erfolgreich mache. Hol dir einen Heizstab und in dem Moment, wo es sich anfängt, Eis zu bilden, hängst du den rein. Also dann ist auch die Temperatur unter 6 Grad. Mhm. Dann häng den Heizstab rein oder mach, wenn unter 6 Grad ist und warte dann, bis wieder ein bisschen wärmer wird. Das ist eigentlich das Einfachste. Und ich habe noch nie einen Verlust dadurch gehabt. Die Fische machen das eigentlich sehr gut mit, das ist gar kein Problem. Aber die Belüftung ist von der Stärke gut eingestellt. Ja. Die Strömung wäre mir jetzt noch zu stark. Das sieht man richtig, wie es hier bläst. Das hier würde ich ausschalten. Ja. Da wirst du übrigens am einfachsten schlau aus solchen kleinen Versuchen, nicht wenn du es mit deinem Teich Marco vergleichst. Marco heißt er, gell? Mario. Sage doch mit Mario. Du hast Marco vorher gesagt. Okay, ja. Wenn du es nicht mit dem Teich von Mario vergleichst, sondern wenn du eine Nacht ausschaltest und die andere Nacht nicht ausschaltest und mal dann guckst, wie verhält sich es an dem Teich, wenn du durchziehen abschaltest. Weil jeder Teich hat natürlich wieder was Spezifisches. Das Einzige, wo du nicht gut aufgepasst hast in Modern Koi, deine Einläufe sind ein bisschen zu tief. Das habe ich mir gedacht, dass das kommt. Siehst du? Ihm geht nichts. Komm, dann erzähl mir deine anderen Sünden, bevor ich weitersuchen muss. Meine anderen Sünden? Was würdest du anders machen? Mein Bürstenfilter ist vielleicht ein kleines bisschen zu kurz. Also der fängt hier an und endet hier. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen weiterziehen nur sollen. Es funktioniert vom Wasser aus super. Ich habe in der Helix-Kammer auch sehr wenig Schmutz. Gehen tut es gut, aber das wäre halt nochmal so ein Future, wo ein bisschen mehr hermachen geht. Ansonsten, ich würde die Technik, das ist aber nur geplant, die Technik ist so ein bisschen verteilt jetzt hier noch. Würde ich gerne hier unten reinbauen, unterhalb reinbauen, dass das wie so ein Keller wäre dann, dass das alles zusammen ist. Ja. Super. Also, dann danke ich dir erstmal. Toller Teich, hübsch angelegt. Ist jetzt ein Teich, der mehr am Ende vom Garten liegt. Hättest du ihn nicht lieber an deinem Wintergarten da vorne dran? Ja, wäre auch schön, ja. Wäre auch schön.
Aber kann er noch kommen? Da kommt der zweite. Ich wollte es gerade sagen. Hin, ja. Super. Also, vielen Dank. Und jetzt decken wir deinen Filter auf. Ciao.